Hi, ich bin Tommy Mommsen, ich bin Hair Colorist und Content Creator und das letzte, was ich weggeworfen habe, war die Verpackung von meinem veganen Frischkäse. Ich bin tatsächlich aus Berlin, einer der wenigen Überlebenden. Verständnis. Das wünschen sich, glaube ich, sehr viele Jüngere von den Älteren. Und ich glaube, das ist das, was ich glaube. Da gibt es noch super viel anderes, aber ich glaube, das ist auch eins der wichtigsten Sachen, dass da gerade einfach, oft habe ich das Gefühl, da prellen Welten aufeinander. Und genau. Oh ja, oh mein Gott, ich habe ein Lieblingskleidungsstück und zwar ist es eine Katze. Und da steht drauf, I don't do mornings, und dann liegt die so. Und das habe ich für 50 Cent in Kairo auf dem Flohmarkt gekauft. Und das ist einfach, erstmal der Preis ist unschlagbar, das Motto ist unschlagbar, die Katze ist auch mega süß. Und es ist so ein dicker Stoff wie aus den 90s und ich liebe sowas. Oh, also, viele denken, dass die AfD weg muss. Und da passiert nichts, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Und dass der Klimawandel, das ist auch so eine Sache, also klar, das sagen viele, aber die was dran ändern können, da sagt leider keiner was, habe ich immer oft das Gefühl, dass also Rieseninfluencer merkt man wenig von, die ganzen Stars und Promis, klar gibt es zwei, drei, die sich einsetzen, aber ich glaube, würde I don't know, ein Justin Bieber jetzt mal ein Jahr lang nur sich auf dieses Thema vielleicht fokussieren und nicht unbedingt auf Jesus, dann würden auch seine ganzen Follower ihm folgen, genauso wie sie es ja auch mit Jesus machen. Das ist ja so ein Beispiel dafür. Ja, und ich glaube, das sind so die so in Deutschland, sage ich jetzt mal, die drei Sachen, wo ich der Meinung bin, dass das obviously da ist, aber da viel zu wenig dafür gemacht wird von den Leuten, die halt auch eine Stimme haben. Also ich glaube, 2030 wird das ganze Jahr durchgängig heiß sein. Also denke ich mal sowas in die Richtung. Vielleicht gibt es ja bald auch so eine Crop-Version und dann nochmal eine Crop-Version. Aber ich denke, dass 2030 auf jeden Fall helle Farben, luftdurchlässig und vor allen Dingen auch Fairtrade. Ich glaube, das wird nicht mehr lange anhalten mit diesen ganzen Shopping-Centers und von der Stange und das ist, glaube ich, auf jeden Fall die Zukunft. Also ich glaube, man ist oder man wirkt authentisch, wenn man immer seinen Weg geht, vielleicht auch ein bisschen anders ist als die anderen, sich dann aber auch nicht vor wichtigen Leuten anfängt zu verstellen. Es war bei mir zum Beispiel so als Beispiel, als ich meine Ausbildung angefangen habe, in einem eher, ja, es war eher immer ein bisschen fancy, habe ich mit meinem Berliner Slang, bin ich immer sehr aufgefallen und dann habe ich ihn auch einfach so ein bisschen runtergenommen, aber habe mir den nicht nehmen lassen, sage ich jetzt mal. Und das ist das, was die Kunden auch zum Beispiel bei mir super cool finden, dass es halt nicht so Etepetete ist, sondern auch da mal so ein richtiger Berliner dabei ist, der sich dann halt nicht irgendwie verstellt, nur weil man irgendwie an einer anderen Location ist oder mit anderen Menschen ist. Genau, und ich glaube, das ist das, was mich ausmacht und das ist auch das, was ich authentisch finde. Ich denke mal, dass unser Chaos sie auf jeden Fall am meisten überraschen würde. Weil wahrscheinlich denken Aliens so, wenn sie auf die Erde gucken, wow, so grün, blau, das sieht alles so harmonisch aus. Und dann kommen sie hin und denken sich einfach nur so, oh mein Gott, sprachlos und wieder ins UFO. Veganer werden. Also, ich glaube nicht, dass alle Menschen vegan leben können, weil es regional einfach nicht möglich ist. Und ich glaube, was auch viele Nicht-Veganer oft nicht verstehen können oder wollen, ist, dass es uns Veganern nicht darum geht, ums Fleisch essen oder nicht Fleisch essen,
sondern eher um das Ausmaß. Und das ist das, was, glaube ich, sehr wichtig ist. Meine Oma in Kasachstan, die wird niemals aufhören, Fleisch zu essen, weil es halt einfach immer noch sehr teuer vor Ort ist. Und es ist halt einfach, sie hat eine Farm und sie hat ihr Acker. Und das ist halt alles nicht umweltzerstörend, so wie jetzt hier in Europa zum Beispiel. Und viele fühlen sich persönlich oder fühlen sich oft angegriffen, viele Nicht-Veganer, und denken, wir wollen euch das Essen wegnehmen oder sowas. Aber es geht eher um diese Masse, um dieses, brauche ich jeden Tag mein Ham oder mein Bacon. Und heutzutage gibt es so gute Alternativen, wo sogar die Fleischfresser sagen, wow, schmeckt das gut. Und ich glaube, dafür einfach mal ein Bewusstsein kriegen und auch mal Lust haben, was Neues auszuprobieren. Also ich persönlich bin glücklich, wenn ich meine kleinen Tagesziele erreicht habe und auch umgesetzt habe. Und ja, bei mir ist Glück auch immer mit Locations verbunden. Also ich fühle mich oft glücklich an Orten, wo ich mich einfach wohlfühle. Und ja, das ist für mich Glück. Die Leute sollten mehr Secondhand kaufen, weil es erstens günstiger ist. Zweitens machen wir damit einen riesen Fortschritt für die ganze Umwelt. Und zweitens hat man auch viel mehr Auswahl und es gibt viel mehr Einzelstücke. Oh, mein Lieblingsort ist tatsächlich das Sinai-Gebirge in Ägypten. Da war ich zweimal jetzt schon. Und das ist quasi eine Wüstenlandschaft am Meer. Und das ist wunderschön. Star Wars wurde da, glaube ich, auch mal gedreht. Und ich habe so in Holzhütten oder so Huts gelebt für so. Gelebt. Ich war eine Woche da. Aber ja, das war einfach ein super friedlicher Ort. Und da gibt es auch gar nichts außer Falafel und Tomaten und Hummus und das Meer und die Gebirge. Und das war's. Und das ist tatsächlich mein Lieblingsort. Ja, definitiv ist es jetzt eine gute Zeit, um am Leben zu sein, weil jetzt ist so viel gerade in der Veränderung und man kann Teil von was sein. Und es gibt so viel, wo man mitmachen kann. Und jetzt ist genau der Zeitpunkt, wo man ja, sich stark macht. Und es ist ein guter Zeitpunkt.